Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport zum Digitalausschuss. Der war diesmal so lang und so umfangreich, dass ich ihn in zwei Hälften teilen werde. Das hier ist Teil 1. Da geht es um den Besuch des Bundesministers für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, der sich erstmalig vorgestellt hat im Ausschuss. Und im zweiten Teil geht es um den Digital Markets Act und um den Digital Services Act. Zwei Gesetzesvorhaben in der Europäischen Union, die aktuell verhandelt werden und euch alle betreffen werden. Ich mache es auch deshalb etwas ausführlicher, denn es ist mir leider wieder nicht gelungen, die Öffentlichkeit für diesen Ausschuss durchzusetzen. Ich habe das beantragt, wie ich es euch versprochen hatte. Es ist leider mit den Stimmen der Ampelkoalition abgelehnt worden. Eigentlich steht im Koalitionsvertrag drin, dass die Mehrheit aller Ausschüsse öffentlich tagen soll, auch mit Livestream. Für den Digitalausschuss ausgerechnet klappt das bis jetzt leider noch überhaupt nicht, aber ich bleibe dran und gebe die Hoffnung nicht auf. Jetzt aber zurück zu Volker Wissing. Volker Wissing hat sich erstmal selbst vorgestellt und hat, das fand ich sehr gut, betont, wie wichtig das Zusammenspiel der Themen Klimakrise und Digitalisierung ist. Ein Schwerpunkt auch in der Legislatur für mich, da war ich also besonders neugierig. Er hat erzählt, dass er mit Absicht das Digitale vorangestellt hat im Namen, weil es ja so wichtig wäre, dass er sogar zwei Abteilungen im Hause hat, nämlich eine für den ganzen Bereich Infrastruktur und eine für den Bereich Datenpolitik. Und dass bereits die Datenstrategie in Arbeit sei, gemeinsam mit den anderen Ressorts, und eine Gigabit-Strategie entwickelt er auch gerade, damit überall, wo Menschen leben, arbeiten und sich bewegen, schnelles Netz verfügbar sein kann. Das klang für den Anfang gar nicht schlecht. Aber dann ging es ins Detail. Beim Fragen und Antworten stellen stellte sich leider sehr schnell heraus, dass es mit der digitalen Kompetenz unseres Digitalministers nicht so weit hergeholt ist. Zum Beispiel bei der Governance. Wir wissen ja inzwischen alle, dass es viele digitale Themen auf alle möglichen Ressorte verteilt gibt. Das ist so, sie ist extrem zersplittert, aber er scheint nicht mal selber so genau zu wissen, wer eigentlich für was zuständig ist. Und vor allem ist er leider nicht derjenige, der, trotzdem er für bestimmte Dinge nicht zuständig ist, wenigstens einen rudimentären Überblick über diese Themen hat. Das hat sich also sehr schnell herausgestellt. Immer wenn man nach irgendwas gefragt hat, kam entweder, bin ich nicht zuständig, oder es kam eine sehr einseitige Sicht darauf. Die war dann immer so Verkehr und digitale Infrastruktur, aber der ganze Rest war irgendwie gar nicht da. Oder aber es hat sich herausgestellt, dass er zwar die richtige Überschrift hat, aber eigentlich gar nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Das waren für mich die schlimmsten Stellen, aber jetzt soll es auch für euch ein bisschen konkret werden. Es hat eine Abgeordnete gefragt, was tut sich denn bei der Bundesregierung im Bereich Open Source? Da kam die Antwort, bin ich nicht für zuständig, aber natürlich steht es auf der Tagesordnung. Da ist man jetzt schlauer. Es kam auch die Frage, was ist denn der Stand der Überwachungsgesamtrechnung? Die Antwort war, dafür ist er nicht zuständig, deswegen weiß er das auch nicht. Natürlich kam als Nachfrage, wer ist denn dafür zuständig? Das weiß er auch nicht so genau. Also es ist entweder das BMI oder das BMJ, muss man mal gucken. Es gab die wichtige Frage, was tut sich denn beim digitalen Verbraucherschutz? Die Antwort war, ihr dürft einmal raten, dafür ist er nicht zuständig. Das liegt im Umweltministerium und leider hat er keine Ahnung, was die sich dazu ausdenken. Aber es wird in der Digitalstrategie drin stehen. Da geben ja alle Ministerien ihren Input. Und ich habe dann gefragt, wer ist denn zuständig für das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Und hoch erfreut habe ich gehört, dass er gesagt hat, und da freute er sich, glaube ich, auch, dass er das mal sagen konnte, dafür ist er selber zuständig und er hat sogar ein eigenes Referat dafür. Anke freute sich auch und ich dachte, frage ich ihn doch gleich mal ein bisschen detaillierter. Ich habe ja in einer kleinen Anfrage im letzten Jahr herausgefunden, dass es zum Beispiel für die Bundes-IT und ihre Nachhaltigkeit sehr wenig Daten gibt. Und die Daten, die es gibt, geben wirklich ein sehr schlechtes Zeugnis für die Nachhaltigkeit. Ich habe also gefragt, was will er tun, um die Datenlage zu verbessern? Und was will er tun, um den CO2-Fußabdruck der Bundes-IT zu verbessern? Die Antwort war, dafür ist er dann doch nicht zuständig. Er hat zwar ein Referat, das so heißt, aber er hat dann näher erklärt, was dieses Referat eigentlich tut, nämlich nur zwei Dinge. Einerseits einen ressourceneffizienten digitalen Infrastrukturausbau, also wie verlegt man Glasfaser mit möglichst wenig CO2, so habe ich das mir übersetzt.
Und das zweite war, wie kann man Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen? Und da kam immer nur ein einziges Beispiel. Er ist der Verkehrsminister, intermodaler Verkehr. Wie kann man im Bereich Verkehr Digitalisierung nutzen, um Energie zu sparen und CO2 zu sparen? Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist so viel mehr. Das ist Recht auf Reparatur, das sind Mindestupdate-Pflichten, das sind Effizienzkriterien für Rechenzentren, das sind alle möglichen Dinge, die man regulieren und erleichtern kann. Ich weiß gar nicht, wer für die jetzt zuständig ist. Ähnlich ist es mir bei einem zweiten Thema gegangen, bei der Internet Governance. Dafür ist er nämlich zuständig, hochoffiziell. Und es ist ein großes Problem, dass Deutschland und im Übrigen auch andere europäische Länder in den internationalen Gremien, wo die Standards, die für alle im Internet gelten, festgelegt werden. Solche Standards klingen technisch und dröge, aber man kann über die auch Werte transportieren. Zum Beispiel könnten solche Standards festlegen, ob man bei einem Roboter-Staubsauger das Aufzeichnen und Weiterleiten von Grundrissdaten abschalten kann oder nicht. China ist in all diesen Gremien sehr aktiv, arbeitet also daran, auch chinesische Werte, die anders sind als europäische, darin zu verankern. Es fehlt das Gegengewicht von europäischer Seite. Und dazu habe ich explizit gefragt, wenn er dafür zuständig ist, will er das verändern und sieht das eigentlich genauso? Er hat gesagt, ja, sieht er genauso. Europäische Werte müssen unbedingt verankert werden. Und deswegen ist er ja auch aktiv in der G7. Die G7 ist kein Internet Governance Standardisierungsgremium. Darauf habe ich ihn danach kurz hingewiesen und habe gesagt, ich spreche von diesen Standardisierungsgremien. Will er da für mehr Personal sorgen, das an solchen Sitzungen auch teilnehmen und mitarbeiten kann? Und daraufhin hat er gesagt, er weiß nicht so richtig, welche Gremien ich meine. Er kennt diese Gremien nicht. Er weiß also auch nicht, ob und wie viele Leute da sind, ob das genug sind oder mehr sein muss. Dazu kann er nichts sagen. Dafür ist er aber zuständig. Weil an ganz vielen weiteren Beispielen noch offensichtlich wurde, dass es ein großes Durcheinander gibt mit der Governance und wer eigentlich für welche Themen zuständig ist, dass ich dann am Ende gefragt habe, ob er uns allen nicht das Leben erleichtern möchte und mal so eine Art Wimmelbild erstellt. Kann er ja gerne nachliefern, wo man einfach mal sieht, welche Gremien gibt es, wer macht was, wer ist für welche Themen zuständig, welche Gremien sollen vielleicht anders weiter existieren oder abgeschafft werden. Und nachdem das andere Abgeordnete auch so gesehen haben, dass man das dringend braucht, hat er dann am Ende zugestimmt, so ein Wimmelbild in welcher Form auch immer zu entwickeln, hat aber auch gesagt, das dauert ein bisschen und das wären nur die wichtigsten Themen. Ja, zum Schluss noch ein paar ganz kurze Fragen und Antworten. Zum Beispiel habe ich gefragt, ist es wirklich so, dass das Kanzleramt alles abgegeben hat an Digitalisierung und wie findet er das eigentlich? Und da sagte, ja, ist so, findet er super, findet auch der Kanzler super. Dachte ich mir schon, sonst hätte der das ja nicht abgegeben. Ich finde es nicht super, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, eine Steuerung über alle Ministerien hinzukriegen, wenn man als Digital- und Verkehrsministerium nur einer untergleichen ist. Es scheint auch kein Digitalkabinett mehr zu geben. Er meint, das stimmt man konstruktiv alles so on the fly miteinander ab. Ich bin da sehr skeptisch. Eine positive Sache gab es tatsächlich auch. Er hat sich sehr ausdrücklich für eine Demokratisierung von Daten ausgesprochen, und zwar einerseits von Daten in öffentlicher Hand, aber auch punktuell von Daten, die sich in den Händen großer privater Unternehmen befinden, zum Beispiel im Bereich Mobilität, die öffentlich werden sollen. Da bin ich sehr gespannt, was er macht. Beunruhigt hat mich aber ein anderes Thema, nämlich der Datenschutz. Er hat so nebenbei erwähnt, dass er auch zuständig ist für das Thema europäische elektronische ID. Und in diesem Zusammenhang und dann noch zweimal an anderer Stelle hat er durchblicken lassen, dass er den Datenschutz hier und da mal hinderlich findet. Er hat sogar Formulierungen benutzt, wie man muss sich von liebgewonnenen Angewohnheiten auch mal trennen können und die mal in Frage stellen, und hat Datenschutz gleichgesetzt damit, jede Art von Datenerhebung erstmal negativ zu besetzen. Und das ist eine völlig falsche Sicht auf Datenschutz. Da weiß ich nicht so richtig, was da auf uns zukommt. Das beunruhigt mich. Kurz zusammengefasst, wir haben einen Verkehrsminister mit besonderem Interesse für vernetztes autonomes Fahren, der auch noch ein bisschen digitale Infrastruktur macht und ein paar andere Themen, die er allerdings nicht richtig durchblickt und der auch sonst keinen guten Durchblick hat, was an Digitalisierung in dieser Bundesregierung passiert. Und
Die Aussichten, würde ich mal mit Blick auf die Orkane sagen, sind eher trüb, was das Thema angeht, in dieser Ampelregierung. Das ist das Ende von Teil 1 meines Videoausschussreports. Teil 2 befasst sich, wie schon angekündigt, mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act. Da verlinkt, guckt mal rein und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, da unten klingelt ein Glöckchen, klickt da drauf, dann verpasst ihr nichts. Alles Gute und bleibt gesund!